Wer hätte das gedacht? Fast könnte man sagen, totgesagte Lebenlänge. Die Vorsorgewohnung seit 20, eigentlich sogar 30 Jahren am Markt. Immer wieder hat man gesagt, das kann ja nicht mehr lang gehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Im Jahr 2016 waren es noch rund 500 Vorsorgewohnungen, die in Wien verkauft worden sind. 2017 waren es schon 1000. Eine Verdoppelung innerhalb eines Jahres und das bei sinkenden Renditen. Zwischenzeitlich kann man mit Vorsorgewohnungen ganz gut, gerade noch einmal 2-3%, vielleicht 3,5% verdienen. Allerdings auch nur dann, wenn die Rechenmodelle auch tatsächlich aufgehen. Und genau das ist der springende Punkt beim Thema Vorsorgewohnungen. Denn diese Rendite, die schafft man ja nur, wenn die Wohnung ständig vermietet ist und wenn sozusagen kein Mietausfall durch Mietnomaden entsteht und es de facto keine Sanierungen gibt. Das funktioniert auch die ersten Jahre, dann aber wird jede Wohnung zu einem Investitionsbedarf ausufern und all diese Kosten sind in den Vorsorgewohnungen und in diesen Berechnungen in der Regel, zumindest bei sehr vielen, noch nicht enthalten. Also ein bisschen Vorsicht und ein bisschen Nachdenken ist schon angesagt. Und noch ein kleiner Tipp für jene, die sich für Vorsorgewohnungen interessieren. Die alte Botschaft, die Vorsorgewohnung muss ja bei der Lage nicht passen, weil man vermietet sie ja eh, die würde ich mir gründlich überlegen. Denn schlechte Lagen finden auch wesentlich schlechter Mieten oder jedenfalls nicht zu den Mieten, die man sich vorstellt. Das heißt, Augen auf und durchaus nachdenken und prüfen, wer sich ewig binden, das gilt auch bei den Vorsorgewohnungen. Das war Gerd Rodler, fast live aus dem Zwindauer.